Der beliebte Adventmarkt in Schwechat bei der Rotmühle ist bekannt für Musik und Kulinarik. Heuer gab es sogar ein besonderes Schmankerl für die Besucher. Vorweihnachtliche Stimmung durchzog den Adventsmarkt, wo die Besucher ein ruhiges und besinnliches Miteinander erlebten. An den zahlreichen Ständen gab es vom Punsch bis zu festlichen Kleinigkeiten alles, was das Herz begehrt. Die musikalische Begleitung mit weihnachtlichen Melodien trug zur festlichen Atmosphäre dieses Ereignisses bei. Es wird quasi die Weihnachtsstimmung vorprogrammiert und es ist echt ein super schönes Gefühl, dass man jedes Mal irgendwie so in die Weihnachtsstimmung kommt. Vor allem jetzt mit dem Schneeregen ist es echt super, dass man irgendwie in die kalte Jahreszeit startet. Mit Punsch, mit was auch immer. Genau, was macht man am Adventmarkt? Man kann sich sehr gut am Punsch bedienen, man kann der Musik gut zuhören, man kann sich sehr gut einfach so Stimmung hingeben. Es ist eine super Weihnachtsstimmung da, es sind sehr viele Leute da. Es ist echt super schön, jedes Mal irgendwie in die Pommesstunde zu kommen. Welche Rolle spielt die Feuerwehr hier am Adventmarkt in Schwechat? Ja, die Rolle der Feuerwehr Schwechat ist natürlich eine wichtige. Wir sind, seit es einen Punschstand gibt in Schwechat, sind wir eigentlich jedes Jahr vertreten und sorgen dafür, dass die Bevölkerung von Schwechat einen guten Punsch bekommt bei uns. Wieso ist euch das wichtig? Uns ist es einerseits natürlich wichtig, dass wir gesehen werden als freiwillige Feuerwehr der Stadt Schwechat. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Leute einen guten Punsch kriegen. Ihr habt einen Floriani-Punsch. Was ist denn das Besondere daran? Na, der Floriani-Punsch, das Besondere daran ist einfach, dass er von den Florianis ausgegeben wird. Und wie gesagt, der köstliche Geschmack. Wir besuchen unsere Freunde von der Feuerwehr Schwechat und Rannersdorf und auch vom Roten Kreuz. Wir sind von der Feuerwehr Zollfaxing und machen jetzt die Runde heute durch Schwechat, Himberg und Lanzendorf, weil überall gibt es heute Punsch. Was gibt es außer Punsch noch bei euch? Wir haben sehr gute Erdäpfelwuffer, das kommt immer sehr gut an. Und natürlich die Klassiker wie Bier und Schnaps. Also der Erdäpfelwuffer war perfekt. Er war nicht zu heiß, er war nicht zu scharf, er war wirklich auch nicht fett. Das ist für mich wichtig, also war ganz perfekt, muss ich ehrlich sagen. Aber der war nicht so scharf. War er nicht so scharf? Punschen, einkaufen oder essen beim stimmungsvollen Auftakt, so kurz vor dem ersten Advent, dürfte natürlich nichts fehlen. Wir haben jetzt dieses Jahr ein großes Glück mit dem Wetter, die Musik und der Malung ist schön und so. Die Leute aus Schwechat zu sehen und gesehen zu werden, ist natürlich auch sehr schön. Nur weil es immer eine schöne Zeit ist, die man mit Freunden und mit der Familie, mit der Frau gemeinsam einen gemütlichen Glasl Punsch verbringen kann. Grundsätzlich mag ich sie schon sehr, aber am liebsten habe ich sie eigentlich, wenn es schneit. Heute hat es ja geschneit, Gott sei Dank. Und da ist man am liebsten eigentlich. Gibt es irgendwas Besonderes, abgesehen vom Punsch, was du jedes Jahr am Adventmarkt machst oder kaufst? Nein, man schaut immer so, dass eher für die Basteleien ist eher die Frau zuständig. Die ist dann bei den Bastelständen unterwegs und ich halte mir da einen Glasl fest. Passende Ausrüstung durfte natürlich auch nicht fehlen. Es wurde empfohlen, feste Kleidung und Winterschuhe anzuziehen, damit sich selbst bei langen Abenden niemand verkühlte. Zumindest mal warme Schuhe, zwei Paar Socken auf Minimum. Ich würde auch jeder Person raten, Schuhe anzuziehen, die nicht sehr gut rutschen. Also das ist mein Tipp. Ich bin warm angezogen, vernünftige feste Schuhe. Eine feste Hose, eine warme Jacke, dass es nicht kalt ist, eventuell Handschuhe auch, ja, Haube. Haben Sie besondere Schuhe für den Adventmarkt an? Gore-Tex-Schuhe mit einer dickeren Sohle. Ja. Wie schaut das aus bei dir? Bei mir genau dasselbe, mehrere Schichten helfen sehr bei diesen Wetterverhältnissen. Machen wir noch einen Appell an alle Adventmarktsbetreiber. Was sollen sie anders machen im Sinne der Vegetarier? Es ist halt schwer, weil es eher eine Tradition ist, welches weitergeführt wurde über die Jahre, Jahrzehnte und dadurch halt die Gerichte immer wieder dieselben sind. Ansonsten, ja, vielleicht wenigstens ein vegetarisches Gericht und es ist möglich, wie der Erdäpfelpuffer. Es ist möglich, aber ich erwarte es als Vegetarier nicht von den Menschen, dass sie an mich anpassen. Auch gab es einen Stand mit Gutscheinen für die Nestor-Spiele 2024. Die kann man das ganze Jahr über kaufen, aber jetzt zu Weihnachten ist es natürlich ein super Geschenk. Und weil man kann auch dann das Datum sich aussuchen. Das heißt, man muss als Käufer nicht gleich oder Käuferin nicht gleich entscheiden, wann der Beschenkte, die Beschenkte kommen muss, sondern das kann man sich dann selber aussuchen. Wie läuft es bis jetzt? Ja, ganz gut. Es könnte immer besser sein natürlich, aber es läuft auch schon, wir haben heute nachgeschaut, es läuft auch der Vorverkauf auf Ö-Ticket schon sehr gut. Also das heißt, ran an die Karten, bevor sie weg sind. Super. Und was dürfen die Gäste erleben oder die Besucher? Also im nächsten Jahr spielen wir das Mädel aus der Vorstadt.
Das wurde hier gespielt 2002, glaube ich, zum letzten Mal. Also wieder was ganz was anderes als heuer. Heuer war ja Eisenbahnheiraten dran, nächstes Jahr Mädel aus der Vorstadt. Und ja, ich bin gespannt. Wir haben eine super tolle Cast zusammengestellt und wir freuen uns schon jetzt eigentlich drauf. Ein gemütlicher Auftakt in die ruhige Jahreszeit.